Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu die Sims 400 Baby Challenge. Ich beobachte weiterhin die Toilette, weil wir haben kleine Zauberwichtel, die alles wieder heile machen. Du duschst noch, du gehst jetzt ins Bett und eigentlich auf Klo, aber... Ah, verdammt. Die duscht noch. Oh, du pinkelst dir bestimmt auch gleich ein, oder? Manu. Was jetzt? Nicht einpinkeln. Okay, er muss auf Klo. Und du musst jetzt aufhören zu duschen. Es tut mir so leid. Du kannst das aufwischen. Du schaffst das noch, Espen. Ach nee, Samuel. Espen war sein Vater. Und sie sehen sich zum zu verwechseln ähnlich. Ich habe heute schon sehr viel gesprochen. Ja, auch für eine Frau. du kannst jetzt endlich auch ins Bett gehen. Angespannt. Die sind alle so angespannt. Wir müssen mal wieder was Lustiges machen. Warum wischt ihr jetzt? Ah, es hat sich schon aufgewischt. Ah ja, gut, dann wischt das. Oh, du musst auch auf Klo. Es ist unglaublich. Dann geh mal hier runter, bevor du ins Bett gehst. Und das Klo ist dreckig. Und das Klo ist noch kaputt. Na gut. Die schleichen hier alle rum. So, du kannst dann auf jeden Fall auch ins Bett. Das machst du auch. Ja, geht wirklich auf dieses eklige Klo. Boah. Gruselig. Wir sollten Fitzi mal drauf schicken. Die mag doch Unordnung. Zwinker, zwinker. So, schlafen. Und wir beobachten weiterhin die Toilette. Jetzt habe ich irgendwie das Löwenzahn-Intro im Kopf. Ich weiß nicht warum. Na los, Elia. Irgendwie kommen die nicht. Oh, ja. Und man hat sie nicht gesehen. Ach, verdammt. Aber sie haben wieder alles heile gemacht, was ich sehr gut finde. Was ist denn jetzt los? Und du könntest auch mal schnell duschen gehen. Warte mal, das Buch. Da machen wir mal hier rein. Hallo? Hallo? So, wir verkaufen noch ein bisschen Geschirr. Hallo. Hallo Dagobert, wie geht's dir? Alles gut? Und so. So auch ausgeschlafen? Ach, du stinkst auch nur. Okay. Ich finde, Duschen dauert immer so ewig lange. Oh Gott. Ich glaube, ihm schmeckt's. Das ist krass, ne? Wie erwachsen er aussieht. Aha. Lustig. Sonst haben viele Kinder die Züge von Schneewittchen übernommen. Und er sieht aber echt haargenau aus wie sein Vater. Unglaublich. So. Du duschst noch, die anderen schlafen noch. Aber Leute, das mit den Lampen, das scheint zu klappen. Also wir hatten schon seit Ewigkeiten keine Monster mehr. Außer... Oh. Echt jetzt? Ich hab's doch gerade gesagt. Ich hab's doch gerade gesagt, Leute. Wieso? Das ist einfach so doof. Aber hier ist auch gar kein Monster. Hä? Die wollen mich doch verarschen. So,
Wer schläft hier noch? Na gut, du hast noch ein bisschen. Leo. Es ist 7 Uhr morgens. 7 Uhr morgens, Leo. Nein. Flora? Okay, wir probieren mal, die hier ein bisschen auf den Dampfer wieder zu bringen. Die brauchen nämlich alle Spaß. Könnt ihr auch mal hier Spielzeug kaufen, spielen. Oh, kann man wirklich Spielzeug... Oh. Puppenhaus, modern. Was gibt's? Gibt es noch ein anderes Puppenhaus? Ich möchte... Ach, das... Ah, okay, warte mal. Gibt es nicht noch ein... Oh, das viktorianische ist so schön. Realistisches Schloss für Puppenprinzessinnen. La 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 la. Im Inventar. Okay. Dalia, du hast einfach mal eine Puppe im Puppenhaus gekauft. Im Inventar. Wer hat es denn gerade gekauft? Ah, warte mal. Was? Im Familieninventar? Wo ist mein Puppenhaus? Hat er nicht gerade gesagt, im Inventar? Wer hat es denn gekauft? Da. Moment, nochmal. Du findest die von Dalia gekauften Spielsachen in ihrem Inventar. Ja. Und wo ist das jetzt? Voll die Abzocke. Warte mal. Hä? Ich verstehe das nicht. Hat sie es jetzt gekauft oder hat sie es... Ich glaube nicht. Ist egal. Was auch immer, ist egal. Anscheinend wurde es nicht gekauft, ich weiß es nicht. Oh je, und du stinkst. Und was mit dir? Du hast einfach Hunger. Okay, hier, guck mal, hier hat jemand nicht aufgegessen. Torte essen. Jetzt darf sie ja wieder ein bisschen. Was jetzt? Ausgelaugt. Wegen Kuhpflanze ein Gefühl. Wie eine emotionslose Hülle. Was? So, weil sie verschluckt wurde sozusagen. So, wir kümmern uns nochmal um Mubär und dann kümmern wir uns mal hier rum und hier rum. Eigentlich kann das Fitzi machen. Die mag doch die Sauerkeit. Und wir kümmern uns einfach um uns und unseren Körper und unsere Seele. Malen vielleicht noch ein bisschen. Den Rest können die Kinder erledigen. So, guten Morgen, Mubär. Vielleicht kaufe ich jetzt einfach mit Schneewittchen schnell das Puppenhaus. Obwohl... ich warte noch mal kurz, bis Dalia aus der Schule ist. Hallo, wie geht's denn so? Oh, sie hat gefressen. Unglaublich. Also, es klappt doch. Oh. Oh. Ich glaube, Mubär muss uns nur vertrauen. Sieht so krass aus. Unglaublich. Okay, Schneewittchen. Du stinkst ein bisschen, aber vorher könntest du Training oder machen wir Ausdauer. Wir machen mal einen Ausdauerlauf. Das war echt eine super Anschaffung, das Laufband. Guckt sie euch an. Fast wie in alten Zeiten. Schön. Freundschaftsdienst. Der Freund von Elia hat nicht für die wichtige... Achso, das hatten wir auch schon. Schon früher. Da kennt ihr die Fragen, könnt ihr ihm die Antworten geben. Nicht helfen. Der Freund reagiert verständnisvoll und macht ihm keine Vorwürfe. Das ist nett. Dankeschön. So, wir laufen einfach eine Weile, bis wir dolle stinken.
Ach so. Dann nehmen wir ein Bad. Sportunterricht, okay. Verstecken oder weiterlaufen? Weiterlaufen. Leistungsverbesserung klein. Sehr gut, Valeria. Wieder ein sehr ruhiger Tag. Angela Völl. Ach, schön. Ach, wisst ihr, ich hatte ja noch was vor. Weil. Nee, egal. Jetzt ist auch egal. Jetzt, hä, du hast doch gerade gefressen. Hubert. Du bist einfach, nein, das ist einfach nicht schön. Das ist nicht nett. Nicht nett. Okay, Schneewittchen. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Gut. Ich weiß noch nicht, wie es bei mir wird. Es wird bei mir wahrscheinlich sehr stressig werden. Deswegen, um diese Zeit, wenn diese Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon im Urlaub. Und das, darauf freue ich mich so sehr. Ich freue mich so sehr auf den Urlaub. Wir fahren nicht lange, wir fahren halt nur über Silvester weg, aber dieses Jahr war einfach so. Also ich mag Silvester und irgendwie auch nicht. Also ich kann mit Silvester immer nichts anfangen, ist mir einfach zu laut. Wahrscheinlich bin ich schon viel zu alt dafür. Aber Silvester ist sowas, wo ich denke so, na. Deswegen finde ich es super cool dieses Jahr, weil wir einfach flüchten. Wir flüchten vor Silvester und gehen das einfach ganz entspannt an. Also entspannt ins neue Jahr und das wünsche ich natürlich auch euch, dass ihr sicher seid und dass euch da nichts passiert und dass ihr auf euch aufpasst und dass ihr natürlich Spaß habt, wenn ihr wollt oder einfach mit der Familie zusammen seid. Oder mit Freunden, die ja auch wie eine Familie sein können. Und genauso wie Schneewittchen jetzt mit ihrem Wasserbad. So viel Spaß sollt ihr haben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf 2017, weil 2016, erstens habe ich das Gefühl, dass das Jahr übelst schnell vorbeiging. So. Einfach nur so ein Schnips. Und dann war das Jahr vorbei. Und es ist einfach, es war ein sehr tragisches Jahr, wie ich fand. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele liebe, gute Leute von uns gegangen. Und generell, die Welt ist einfach verrückt geworden. Mal schauen, was dann in 2017 passiert. So, du machst fleißig den Garten, das finde ich sehr gut. Und du bist, wie lange dauert das denn? 10, 9, 8, okay, ist gleich weg. Und ist es dreckig hier drin? Okay, dann kann das Fitzi auch sauber machen. Da hat sie wenigstens was zu tun. Hunger haben wir und Spaß brauchen wir. Okay, dann kann sie ja. Ach, den Kuchen wollte sie nicht essen. Ah, jetzt ist er verdorben. Na gut. Schneewittchen hat gerade einen Kuchen verschmäht. Das ist sowas von ungewöhnlich. Oder habe ich das weggeklickt? Oder habe ich ihr nicht gesagt, sie soll den Kuchen essen? So. Genieße die Ruhe, Schneewittchen, bevor wieder ein kreischendes Baby hier Einkehr findet. 7 Tage. In 7 Tagen. Oh Gott, das geht so schnell. Wir sind ja jetzt schon über 100 Folgen.
Und es Yes. geht schon sehr lange. Aber trotzdem, 7 Tage, es hört sich nicht viel an. Es sind vielleicht noch 7 Folgen. 7 Folgen und dann ist Schneewittchen eine Seniorin und dann können wir sie verheiraten mit Karl Drogo, den wir noch bezirzen müssen. Aber vorher bekommt sie bestimmt noch ein Kind. Also ein Kind schaffen wir auf jeden Fall noch. Bei Elia müsste jetzt eigentlich ein Einserschüler werden. Da müssen wir noch ein Opfer suchen, wa? Ist halt die Frage, wen nehmen wir? Ich weiß, wen wir nehmen. Ist der schon tot? Bitte sei noch nicht tot. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, dass der komplette Gegensatz zum. Kennen wir den nicht? Zum Tod, wollte ich jetzt sagen. Wir kennen den nicht. Doch, wir kennen den doch. Kennt den irgendjemand anders? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Also, wen ich meine, ist Victor Sparkle, der Engel. Manu, warum kennt ihn keiner von euch? Ich glaube, Ella kannte den. Oh, scheiße. Wo finde ich den dann? Aber eigentlich müsste ich den kennen. Eigentlich, das sind doch alle. Ich glaube, nach einer Zeit verschwinden die dann einfach wieder. Ja. Mit Lorenzo hatten wir noch nichts, ne? Weil wir so befreundet mit ihm sind. Also beziehungsweise, ja, wir sind befreundet mit ihm. Warte mal. 3 Liebhaber sind tot. Okay, Raswan, der war eh schon tot, aber 2 sind schon verschieden. Nee, mit Lorenzo hatten wir noch nichts. Okay, Julia. Okay, meinetwegen. Hallo? Oh, warte, da stand gerade irgendwas. Mach doch mal. Moment. Elia, Elia, Elia. Okay, Elia kann jetzt sozusagen Geburtstag feiern. Wie viel hat er noch? Dü-dü-dü. Ah, wir können auch morgen Geburtstag feiern. Dann sind es nämlich 3. Oder mache ich. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt, dann ist er raus. Und du, mein lieber Freund, kannst noch warten. Okay, Moment. Schneewittchen. Warum geht's dir eigentlich denn. Warte mal, warte, warte, warte. Putzt du? Lass das doch hier machen. Naja, gut. So, Moment. Schneewittchen, du bäckst jetzt bitte einen Geburtstagskuchen, einen Schokokuchen. Den hatten wir, glaube ich, erst einmal oder so. Bist du Julia? Jo? Ja, anscheinend. Und Fitzi kann dann nämlich hier säubern. Säubern. Warte mal, dann säuber doch erstmal die Badewanne, bevor du runtergehst und wieder hoch. So. Hui. Ach, diese Liebe. Du musst Pipi. Du gehst Pipi. Okay. Nicht schon wieder einpinkeln. Oh.
Einfach mal die Tür ins Schneewittchen geworfen. Wir haben eigentlich noch einen Kuchen. Jetzt haben wir wieder übelst viel Kuchen. Und hier haben wir auch ein kleines Kuchenmonster. Na, na, na. Endlich hätte ich ja auch mal die Weihnachtsdeko abnehmen sollen, wa? Können. Können. Die Betonung liegt auf können. Okay, Ilia, du schläfst. So, wir machen mal Geburtstagskerzen drauf. Und bald können wir einen Kuchen backen, wo wir eine Hochzeitsverzierung drauf machen. Da freue ich mich schon sehr. Tada, Ilia. Und wünsch dir was. Oh, ich müsste dir vielleicht nochmal andere Klamotten anziehen. Du siehst etwas, das sieht etwas merkwürdig aus. Oh, ja, happy birthday, happy birthday. Wenigstens ist Schneewittchen immer dabei. Und ich habe jetzt auch keine Party gemacht. Das ist egal. Es muss ja nicht immer eine Riesenparty sein. Ilia ist ein junger Erwachsener und ich schau mal, welches fehlende Merkmal er dazu bekommt. Oh je, der Ilia, der ist etwas gestraft. Er ist eifersüchtig und er ist ja auch wahnsinnig, aber irgendwie von dieser Wahnsinnigkeit, wenn man das so sagt, habe ich nicht viel gemerkt bei Ilia. Er hat sich relativ gut im Griff und sieht genauso aus wie vorher. Okay, Leute. Yay, Ilia wird ausziehen und ist in den... Oh Gott, Fitzi. Warst du nicht gerade baden? Was ist das denn eigentlich? Bäh, eklig. Wegen Putzen. Aber sie mag es doch sauber. Naja, gut, oh, Dagobert hat die Tanzfähigkeit erworben. So, verabschiedet euch alle von Ilia. Komm, Schneewittchen, umarm ihn doch noch einmal. Oh, warte mal. Haben wir jetzt Geheimnis ausplaudern? Bewunderung ausdrücken. Oh, Moment. Bewunderung. Kompliment machen. Und wo ist denn um einen Toast ausbringen? Da geht das, weißt du? Wie schwer das war. Wir haben auch noch gar kein Foto gemacht, ne? Wo ist denn umarmen? Da. Wir müssen noch ein Foto machen mit unserem Sohn. Oh, ihr seid so süß. Komm, wir machen jetzt noch ein Foto. Das sollte ich vielleicht jedes Mal machen, wenn jemand älter wird. Das geht ja schnell. Und wenn ich es nicht vergessen würde, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Foto machen von Ilia. Noch in seinem Weihnachtspulli. Aber den kann er dann selber ausziehen. Er ist ja jetzt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Vater war von ihm, ehrlich gesagt. Ah, oh, ja, das ist ein sehr gutes Foto. Perfekt. Sehr gut. Oh, schwarz. Oh ja, hier, das passt. Das passt nicht so. Ach, Ilia. Du bist einfach göttlich. Ja. Das ist keiner, ne? Nee, dunkel. Keiner. Wir machen nochmal ohne. Und nochmal das. Sehr gut. Schön, schön, schön. Ich musste mal die Fotos müsste ich mal ins Familieninventar übertragen. Wenn Schneewittchen dann aussieht, dann haben wir so eine ganze Ahnentafel. Okay, ich würde sagen,
Ich beende damit die Folge. Ein Kind muss uns wieder verlassen. Aber ein weiteres wird sogleich folgen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habe ich das gerade schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Bis dahin. Bye, bye.